Hi, willkommen bei Grünthill Barbecue Lifestyle. Heute wird's speziell. Es gibt ein Hanging Tender Onglet oder Nierenzapfen genannt. Das löse ich mit euch aus. Da hat's eine Sehne drin. Ansonsten brauchen wir ein bisschen Kaffee, Salz und Pfeffer. Das ist alles. Und wie das geräuchert wird mit den Aromas von Kaffee, das seht ihr heute. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt. Wenn euch das Rezept inspiriert, solltet ihr es unbedingt bis zum Schluss schauen. Bist du noch kein Abonnent dieses Kanals, klicke gerne unten auf Abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, so verpasst du auch keine Folge mehr. Wer Hanging Tender kennt, weiß, hier ist eine Sehne drin, die muss raus. Dazu ein scharfes Messer. Die verläuft relativ schräg hier. Von hier nach hier hinten. Probiere die mal auszulösen. Schön vorsichtig. Vorteil, scharfes Messer hier natürlich. Falls ihr noch Silberhaut dran habt, natürlich einfach wegschneiden. Jetzt haben wir hier schon mal eins befreit, ein schönes Stück. Jetzt noch das zweite hier. Schaut einfach, dass ihr möglichst viel Fleisch dran lässt, so gut es geht. Den zweiten können wir probieren, das gleich auf die Schnelle rauszukriegen, indem man hier das anlöst und nach oben schneidet und das so runterzieht. Seht ihr, das ist ein richtig dickes Stück Sehne. Da habt ihr keinen Spaß beim Essen, das muss wirklich raus. Falls ihr außen rundherum noch viel Fettschicht habt, Talg, schneidet es weg, Sehnen natürlich auch. So haben wir die guten Stücke jetzt bereit. Bei mir hat es keine Sehnen mehr drin und Sehnen dran. Ja, vielleicht diese hier könnte man noch wegmachen. Wir werden das Ganze low and slow machen, schön langsam. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Ich habe das noch nie in YouTube irgendwo gesehen, also seid gespannt. Das könnte interessant werden. So, jetzt passt das für mich. Der Rest ist okay. Dann geht's rüber an den Grill. Den Grill mal auf 120 Grad vorgeheizt. Jetzt nehme ich mir so ein Temperaturteil, ein Laser hier. Schau mal, wo wir sind. In der Mitte natürlich schon bei 400-500 Grad. Ich denke, in dem Bereich hier werde ich den Kaffee reinmachen. Wir sollten bei 200 bis 220 Grad landen. Also da röstet man auch Kaffee. Und wenn er verbrennt, wird er natürlich bitter. Jetzt nehme ich mir eine Handvoll Kaffeebohnen und lege die hier schön rein.
Ich habe hier wieder mal den Dead or Alive Kaffee von meinem Kollegen Mike. Danke für die milde Gabe, sehr geiler Kaffee, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann ein indirektes Setup, Reflektorsteine rein. Es riecht schon nach Röstaromas von Kaffee. Richtig geil. Es kommt ein leichter Rauch. Ein leichter Rauch steigt auf. Es riecht nach Rösten vom Kaffee. Und dann legen wir die guten Stücke schön mittig auf. Und lassen die mal schön ein bisschen im Röstkaffee Geschmack ziehen. Bei 120 Grad. Nach gut 13 Minuten haben wir es schon geschafft. Wir haben schön Rauch gezogen. Legen wir mal raus.